Moin Leute, bereits vor einiger Zeit habe ich diese Wärmebildkamera reviewt, die Peaktech 5605, und diese Kamera wird gespeist von 4 Mignon-Zellen mit jeweils einer Zellenspannung von 1,5 Volt. Und der größte Kritikpunkt damals war, dass wenn die Zellenspannung der Batterien auch nur um ein bisschen einbrach, also wenn die Batterien schon ein bisschen verbraucht waren, dann verweigerte diese Kamera ihren Dienst. Das war ziemlich unglücklich, weil erstens, wenn die Kamera bereits nicht mehr funktionierte, weil die Batteriespannung zu niedrig war, waren die Batterien eigentlich noch zum Großteil geladen. Ich habe damals ausgerechnet, so um die zwischen 70 und 80% war das noch. Das heißt, es wäre eigentlich zu schade gewesen, diese Batterien dann wegzuschmeißen. Der Nachteil, der dabei eben entstand, dass man diese Kamera nur kurz benutzen konnte, bis die Batterien leer waren, was eigentlich unnötig war. Und wie ich fand, für mich der größte Nachteil ist, man konnte keine Akkus einsetzen, weil zum Beispiel Nickel-Metallhydrid-Akkus hätten eine Zellenspannung von 1,2 Volt. Und das würde dann bedeuten, dass auch wenn man vollgeladene Akkus hier einsetzte, dass diese Kamera gar nicht erst einzuschalten war. Lasst uns in dieser Folge untersuchen, weshalb diese Wärmebildkamera bereits so früh abschaltet, obwohl noch der größte Teil der Energie in den Zellen steckt. Und lasst uns im zweiten Schritt schauen, ob wir diese Kamera so modifizieren können, dass wir erstens den größten Teil der Energie in den Zellen verbrauchen können, ohne dass die Kamera früher abschaltet. Und zweitens, dass wir auch den Energiebedarf oder den Leistungsbedarf dieser Kamera, wenn sie eingeschaltet sind, so stark reduzieren können, dass wir die Batterielaufzeit nochmals ein Stück weit verlängern können. Die Spannungsversorgung dieser Kamera ist implementiert in dieser Hauptplatine. Hier ist auch gleichzeitig das Display und die Buttons. Und die Spannungsregler sieht man hier unten. Das sind diese drei ICs. Die zwei oberen ICs sind für die 3,3 Volt Versorgungsspannung und der untere für die 5 Volt Versorgungsspannung. Warum die hier zwei ICs genommen haben, dafür kann es viele Gründe geben, zum Beispiel Störungsentkopplung, wenn der eine IC, zum Beispiel der obere, hier für den Prozessor verwendet wird und der untere vielleicht für die Kamera, möchte man zum Beispiel nicht, dass die Störungen vom Prozessor dann in die Kamera einkoppeln, weil man dann nur einen Wandler verwendet. Zweite Möglichkeit wäre auch, wenn vielleicht ein Wandler zu schwach ist, dann nimmt man halt zwei, um den Strom aufzuteilen. Und dann diese untere 5 Volt Wandler. Gleichzeitig haben wir hier noch eine Verpolschutzdiode, das ist diese hier. Das scheint irgendeine Art Schottky-Diode zu sein, also hier wurde schon eine Diode ausgesucht mit einer möglichst geringen Schwellenspannung. Und wenn wir das einmal aufzeichnen, wir haben also hier die Eingangsspannung, das sind unsere vier Zellen. Das ist also mit einer Zellenspannung von 6 Volt. Und hier geht das dann gleich rüber zu dem ersten Wandler, das ist der 5 Volt Wandler. Also hier ist er Ground. Dann geht das dann weiter zu dem nächsten. Also hier kann ich dann 5 Volt einschreiben. Dann geht es hier zu dem nächsten, das ist der 3,3 Volt Wandler. V3A nenne ich das jetzt, wieder Ground. Und dann kommt der letzte Wandler. V3B nenne ich den jetzt und wieder hier Ground, 3V3, und so sieht es dann aus. Wir haben hier noch unsere Verpolschutzdiode, die dann verhindern soll, dass wenn wir die Batterien falsch rum einsetzen, dass dann die ganze Elektronik kaputt geht oder dass Teile der Elektronik beschädigt werden oder vielleicht auch die Batterien kurzgeschlossen werden. Also deswegen hier noch diese Verpolschutzdiode. Diese Schaltung hat ziemlich viele Nachteile. Sie hat aber gleichwohl einen Vorteil, nämlich sie ist billig. Sie ist einfach nur sehr günstig zu implementieren. Diese Spannungswandler, die kosten gar nichts, so gut wie gar nichts. Diese Diode, die kostet auch nichts. Nun, wo liegen denn die Nachteile einer solchen Schaltung? In erster Linie erst einmal in diesen Linear-A-Wandlern. Linear-A-Wandler sind praktisch, die sind sehr einfach zu implementieren, da kann man so gut wie nichts falsch machen, aber bei einem Linearwandler, also zum Beispiel 7805, das ist ein typischer 5-Volt-Wandler,
Sagen wir mal, hier kommen dann 12 Volt rein und hier kommen dann 5 Volt raus. Hier ist also unser Ground. Der größte Nachteil bei so einem Linearwandler ist, dass der Strom, der hier in den Wandler reinfließt, also der Eingangsstrom, ich nenne mal I in, ist, und hier haben wir unseren Ausgangsstrom, I out, und I in ist gleich I out. Hier sieht man auch an der Schaltung, also der Strom geht hier quasi direkt durch. Ein Teil natürlich wird von dem Linearwandler selbst verbraucht, natürlich, also sprich, I-In ist immer ein bisschen größer als I-Out, aber meistens verbrauchen diese Wandler einen Strom in Größenordnung von Mikroampere, also sehr, sehr gering. Und wenn wir schon hier gucken, 12 Volt in, 5 Volt out, das heißt, wenn wir zum Beispiel hier 1 Ampere rein, wenn hier 1 Ampere reinfließt, dann fließt auch hier 1 Ampere raus. Das heißt, bei 1 Ampere haben wir hier am Ausgang 5 Watt und am Eingang 12 Watt. Und das ist ein Wirkungsgrad von deutlich weniger als 50%. Diese Linearwandler, die gelten als nicht besonders effektiv. Also die verbrauchen sehr viel an Leistung, vergleichsweise viel an Leistung. Und wir sehen es hier in unserer Schaltung. Wir haben hier 5 Volt Wandler bei einer 6 Volt Versorgungsspannung. Das hört sich erst einmal ganz gut an. Also wir haben hier einen relativ guten Wirkungsgrad, weil die Eingangsspannung relativ nah an der Ausgangsspannung liegt. Aber hier bei diesen 3,3 Volt Wandlern, da werden wir einen Wirkungsgrad haben bei einer 6 Volt Versorgungsspannung, mal angenommen bei 6 Volt Versorgungsspannung. Bei Batterien ist natürlich die Spannung, wenn sie voll sind, etwas höher als 6 Volt und wenn sie dann sich entladen, wird sie auch geringer. Deswegen können wir sagen, wir haben hier ungefähr einen Wirkungsgrad von 50% bei diesen beiden Wandlern. Das heißt, wir haben hier schon einen ziemlichen Leistungsverlust. Gleichzeitig haben wir diese Verpolschutzdiode, die natürlich auch hier einen Spannungsabfall verursacht. Wenn wir hier 6 Volt haben, dann haben wir hier am Ausgang dann natürlich keine 6 Volt, sondern vielleicht 5,6 Volt. Also wenn das hier eine Schottky-Diode ist. Wenn es dann eine PN-Diode ist, also eine einfache Diode, dann hätte man hier sogar 5,4, vielleicht 5,3 Volt. Und das Problem ist bei diesen Linear-Wandlern, und das ist genau der Knackpunkt, warum dieser Wandler sich so früh abschaltet. Bei diesen linearen Wandlern muss die Eingangsspannung immer mindestens einen gewissen Betrag über der Ausgangsspannung sein. Das heißt, ich kann hier nicht einfach an diesen Wandler 5 Volt anschließen, oder zum Beispiel nach 7805 kann ich nicht einfach 5 Volt anschließen und erwarten, dass auch 5 Volt rauskommt. Da muss man dann mindestens 7 Volt anschließen, damit er dann auch unter allen Bedingungen immer exakt 5 Volt ausgibt. Wenn wir dann schon zum Beispiel bei 7805 nur 6 Volt hier haben, dann kann es dann passieren, dass wir, wenn wir den Wandler zu stärker belasten, dass diese 5 Volt schnell auf 4,5 einbrechen oder sogar auf 4 Volt einbrechen. Und aus diesem Grund können wir diese Kamera nicht benutzen, oder wir können mit dieser Kamera nicht die Batterien komplett entladen. Mal angenommen, wir setzen hier Nickel-Metallhydrid-Akkus ein. Die haben eine Zellenspannung von 1,2 Volt. 1,2 mal 4, das sind also 4,8 Volt Zellenspannung. Wenn wir also hier 4,8 Volt anschließen, dann können wir natürlich hier niemals 5 Volt bereitstellen. Deshalb schaltet diese Kamera auch schon so früh ein. Hier wird irgendwo eine Spannungsdetektion sein, das heißt, der Controller überwacht die Zellenspannung und dann, wenn diese Spannung einen gewissen Wert unterschreitet, dann schaltet der die Kamera ab, noch bevor irgendwelche komischen Effekte passieren, quasi noch bevor diese 5 Volt anfangen einzubrechen. Ich habe hier das Datenblatt rausgesucht von diesen Wandlern, von diesen drei Wandlern. Das sind identische Wandler. Auch wenn der untere 5 Volt hat, haben alle drei ein identisches Datenblatt. Und die sind von dem Hersteller Micron. Ich weiß nicht, wie man das aussprechen soll. Hört sich sehr chinesisch an und hört sich erstaunlich ähnlich an zu dem Hersteller Micron. Naja, das ist ein LDO, also 150 mA Ausgangsstrom LDO, also Low Dropout Voltage, also sprich schon gut ausgesucht. Low Dropout Voltage bedeutet, da sind Wandler, bei denen kann die Eingangsspannung sehr gering sein und die können trotzdem noch
die Ausgangsspannung sicher ausgeben. Also die sind darauf optimiert, eben hier einen möglichst kleinen Spannungsabfall zu haben zwischen Eingangsseite und Ausgangsseite. Also schon für einen Linear-R-Wandler schon einen guten ausgesucht. Ungeachtet dessen natürlich, dass Linearwandler in dieser Konfiguration sehr unglücklich sind. Und wir sehen hier Ausgangsspannung von 2 bis 12 Volt. Also man kann hier anhand der Partnummer sozusagen definieren, welchen Wandler man haben will. Das sind die ME6208. Und wenn wir dann hier anschauen, das sind also die elektrischen Daten, die elektrischen Charakteristiken. Und da sehen wir zum Beispiel auch schon, dass die Output Voltage, die man hat, sie ist unter den Bedingungen spezifiziert, dass die Eingangsspannung immer 2 Volt höher ist als die Ausgangsspannung. Also um dieses Datenblatt quasi zu erfüllen, muss die Eingangsspannung 2 Volt höher sein als die Eingangsspannung. Wir haben hier natürlich bei einer Zellenspannung von 6 Volt und noch dieser Verpolschutzdiode haben wir diese Bedingung gar nicht mehr erfüllt. Also wir haben hier, wenn man annimmt, dass die Batterien 6 Volt haben und dann noch die Verpolschutzdiode, dann haben wir deutlich weniger als 2 Volt. Und wenn man dann ein bisschen in diesem Datenblatt herumblättert, dann sieht man auch, gibt es noch verschiedenste Kurven, also Output Voltage versus Input Voltage. Und dann sehen wir, das ist auch hier glücklicherweise genau der 5 Volt Wandler, haben die hier genommen. Und wir sehen, dass wenn wir die Input Voltage dann auf 5 Volt erhöhen, dann kann er auch am Ausgang auf 5 Volt ausgeben, bei einer Bedingung von einer Nulllast, also gar keinen Last. Schon bei 40 mA brauchen wir dann 6 Volt Eingangsspannung, um die kompletten 5 Volt Ausgangsspannung zu erhalten. Weiter hinten gibt es noch eine andere Kurve, das ist die sogenannte Dropout Voltage, also der Spannungsabfall am Wandler, der minimale Spannungsabfall am Wandler sozusagen, in Abhängigkeit von der Last, also von dem Ausgangsstrom. Da sehen wir zum Beispiel bei 100 mA haben wir eine Dropout Voltage von ungefähr 500 Millivolt. Das heißt, um 100 Ampere treiben zu können, brauchen wir mindestens bei diesem Wandler eine Eingangsspannung von 5,5 Volt. Und wir sehen schon, wegen dieser Diode sind wir jetzt schon im Grenzbereich. Das heißt, wenn die Batterien auch nur ein bisschen an Ladung verlieren und ein bisschen die Spannung ein bisschen einbricht, dann kann dieser Wandler eigentlich nicht mehr die Leistung bereitstellen. Und deswegen schaltet auch diese Kamera so früh ab. Nun, was können wir machen, um dieses Problem zu beseitigen? Natürlich in erster Linie die Spannungswandler tauschen. Würden wir hier Schaltwandler einsetzen statt linearen Wandlern, dann würden wir erstens den Wirkungsgrad erhöhen. Schaltwandler können bis über 95% Wirkungsgrad haben, wenn sie richtig dimensioniert sind, auch deutlich mehr als 95%. Und dadurch würden wir schon mal die Batterielaufzeit oder den Strom, der von den Batterien gefordert wird, reduzieren können. Der Nachteil dabei jedoch ist, wir haben diesen 5-Volt-Wandler. Bei diesem 3,3-Volt-Wandler können wir einen ganz normalen Abwärtswandler einbauen, sprich Eingangsspannung ist größer als die Ausgangsspannung. Wunderbar, 95% läuft prima. Bei diesen 5 Volt können wir das bereits nicht mehr, weil auch Schaltwandler brauchen immer eine Mindesteingangsspannung, die einen Mindestbetrag höher sein muss als die Ausgangsspannung. Und wir haben ja das Problem, wenn wir Akkus einsetzen mit einer nominellen Zellenspannung von 1,2 Volt, dann haben wir hier 4,8 Volt. In diesem Fall müssen wir einen speziellen Wandler einsetzen und ich habe bereits einige Wandler bestellt, die eventuell in dieser Konfiguration funktionieren müssten. Diese Wandler habe ich von eBay bestellt. Hier ist auch noch die Partnummer drauf, HS28F011 zum Beispiel oder HF28F00. Das sind unterschiedlichste Schaltwandler. Und ja, ich weiß nicht, die kommen wahrscheinlich dann auch aus Shenzhen. Die waren relativ billig, ich habe deswegen auch gleich mehrere bestellt, obwohl ich gar nicht so viele brauche. Und diese Wandler sind etwas ganz Besonderes. Und zwar, das sind sogenannte Seepickwandler. Seepickwandler haben die Eigenschaft, dass sie sowohl Aufwärtswandler sind als auch Abwärtswandler. Sie können also eine Eingangsspannung haben, die höher als die Ausgangsspannung ist, gleichzeitig aber auch
eine Eingangsspannung, die niedriger als die Ausgangsspannung ist. Mit beiden Betriebszuständen kommen diese Wandler ohne Probleme zurecht. Und wie funktionieren solche Wandler? Ich habe hier ein Ersatzschaltbild von so einem Seebeck-Wandler. Wir haben einen Seebeck-Wandler bestellt, besteht immer aus zwei Induktivitäten. Das kann man dann auch hier gut sehen. Wir haben hier zwei Spulen eingebaut und einem Kondensator. Und hier haben wir den Eingang, hier haben wir den Ausgang und hier haben wir unser Schaltelement. Also üblicherweise benutzt man dafür einen Transistor, also zum Beispiel ein MOSFET. Und wie man sieht, ist der Ausgang und der Eingang hier durch diesen Kondensator getrennt. Das bedeutet, dass der gesamte Strom oder die gesamte Leistung von diesem Kondensator übertragen wird. Dieser Kondensator hat auch eine sehr schöne Eigenschaft. Bei einem Kurzschluss wird die Eingangsspannung nicht kurz geschlossen. Also bei einem Kurzschluss am Ausgang schließen wir die Eingangsspannung nicht kurz, weil diese galvanisch mit diesem Kondensator entkoppelt sind. Dieser Schalter wird mit einer hohen Frequenz getaktet, also im Kilohertz-Bereich üblicherweise. Und wenn dieser Schalter dann schließt, dann baut sich erstmal durch diese Spule ein Strom auf, der hier so durchfließt. Also diese Spule wird aufgeladen mit Strom, kann man sagen. Gleichzeitig aber haben wir hier diese Spule und diesen Kondensator. Bei dieser Spule fließt der Strom auch dann über diesen Kondensator in den Schalter hier nach unten. Das heißt, der Kondensator wird in diesem Fall entladen. Wenn dieser Schalter dann öffnet, dann haben wir diese Spule ja mit diesem Strom aufgeladen. Und dieser Strom kann dann nicht mehr über diesen geöffneten Schalter fließen, sondern der fließt dann über diese Kapazität. Und auch dieser Strom hier, der jetzt hier so geflossen ist, der kann dann auch nicht mehr über diesen Schalter abfließen. Das heißt, auch dieser hier geht dann hier über diese Diode hier rüber zum Ausgang. Dieser Glättungskondensator C2 glättet unsere Ausgangsspannung, damit wir eine möglichst rippelfreie Ausgangsspannung haben. Und diese Gleichrichtdiode, die ist nur dafür zuständig, dass im Falle, wenn dieser Schalter geschlossen ist, dass der Strom dann über diese Spule und diesen Kondensator nach unten fließt und eben nicht von der Eingangsspannung über den Kondensator nach unten. Der Strom durch diese beiden Spulen hat einen identischen Effektivwert und auch einen identischen zeitlichen Verlauf. Deswegen verwendet man in vielen Seebeck-Schaltungen auch Doppeldrosseln, also Doppelspulen. Man kann auch sagen, ein 1:1 Transformator, um eben noch den Wirkungsgrad ein bisschen zu erhöhen von dieser Schaltung. Es gibt deswegen auch auf dem Markt spezielle Seebeck-Spulen zu kaufen, die genau für diese Anwendung gedacht sind. Das ist hier bei diesen Schaltungen anscheinend nicht der Fall. Also wir sehen hier zwei unterschiedliche Spulen. Man verwendet dann zwei Spulen, weil es meistens günstiger ist als eine Doppelspule. Doppelspulen sind eben etwas komplizierter zu bauen und es gibt auch weniger verschiedene Typen auf dem Markt. Deshalb setzt man sie dann ein, wenn man Geld sparen möchte. Wenn man dann das Geld zur Verfügung hat, dann würde ich immer eine Doppelspule oder Doppeldrossel nehmen, weil das dann doch nochmal ein bisschen effektiver arbeitet. Ich kann hier mal einen 3,3 Volt Wandler öffnen, mal gucken, wie der aussieht. Also ich habe extra ausgesucht, möglichst klein, damit wir die Wandler auch leichter einsetzen können. Also wir sehen hier schon unsere beiden Spulen. Wir sehen hier die Gleichrichtdiode, wir sehen hier den Koppelkondensator und wir sehen dann hier den Chip, der das Ganze wahrscheinlich steuert. Und dieser Chip hat dann auch schon den Transistor schon eingebaut, der auch die Schaltfrequenz erzeugt. Und dann haben wir nochmal hier am Ausgang den Glättungskondensator und nochmal am Eingang einen weiteren Glättungskondensator. Ist relativ klein, also das habe ich. Ich habe ein bisschen gesucht, bis ich die Schaltwandler gefunden habe, aber die scheinen eigentlich ganz nett im Aufbau zu sein. Wir können mal nachher schauen, ob sie dann auch wirklich sauber arbeiten, sauber funktionieren. Also wir haben hier 3,3 Volt. Man sieht auch, dass diese Wandler identisch sind. Also die in der Fabrik
oder in der Bastelkeller, wo die auch hergestellt werden. Die machen hier noch einen Punkt drauf, welche Spannung das ist. Das hängt dann von dem Feedback-Zweig ab. Also wir haben hier Feedback-Widerstände. Ich denke mal, je nachdem, welchen Widerstandswert man hier einsetzt, kann man dann die Ausgangsspannung einstellen. Ich denke mal, das müssen dann diese beiden Widerstände sein, diese beiden oberen. Lass uns mal mit einem Oszilloskop anschauen, wie dieser Wandler arbeitet und wie hoch der Ripple am Ausgang ist. Denn es ist ja so, dass Linearwandler eine gleichmäßigere, ruhigere Spannung ausgeben als zum Beispiel Schaltwandler, die ja Ripple haben können. Und diese Ripple können dann zum Beispiel den Prozessor stören oder den AD-Wandler auf dem Prozessor stören und dann vielleicht auch zu verfälschten Messergebnissen führen im schlimmsten Fall. Deswegen lass uns mal anschauen, wie die Ausgangsspannung so eines Wandlers unter Last aussieht. Ich habe einen kleinen Versuch aufgebaut, und zwar haben wir hier unseren C-Peak in der 5-Volt-Konfiguration. Das heißt, er gibt am Ausgang eine 5-Volt-Ausgangsspannung, die mit einem 56 Ohm Widerstand belastet wird. Und im Vergleich dazu haben wir einen handelsüblichen 7805 mit der Partnummer LM340T5. Das ist ein stinknormaler 7805 Wandler, das heißt, auch der gibt 5 Volt am Ausgang aus. Und hier haben wir ebenfalls als Last einen 56 Ohm Widerstand. Das heißt, beide Wandler werden ungefähr mit einem Strom von 100 Milliampere belastet. Ich habe hier keine Pufferkondensator, also am Ausgang keinen Stützkondensator eingesetzt, auch hier nicht. Nur am Eingang habe ich hier zwei Keramikkondensatoren jeweils vor dem jeweiligen Wandler. Versorgt wird das Ganze von einem Labornetzteil und wir schauen uns mit einem Oszilloskop die Eingangsspannung, mit der wir die beiden Wandler versorgen, und einmal den Ausgang des SEPIC und einmal den Ausgang des Linearwandlers, sodass wir dann alle Spannungen uns gleichzeitig anschauen können. Wir sehen, hier oben ist unsere Eingangsspannung, die liegt bei ungefähr 8 Volt. Und hier unten sehen wir die beiden Wandler, also einmal der SEPIC-Wandler und einmal der Linear-Wandler. Beide Kurven überlagern sich hier, weil beide Wandler geben ja auch 5 Volt aus. Und hier unten können wir dann die von dem Oszilloskop errechneten Werte sehen. Einmal die 8 Volt Eingangsspannung und dann einmal die 5,07 Volt Ausgangsspannung von dem SEPIC-Wandler und dann aber die 5,05 Volt Ausgangsspannung von dem Linearwandler. Also beide Wandler arbeiten sehr genau, ungefähr auf 1% genau. Und wir können ja schauen, was passiert, wenn wir die Eingangsspannung versuchen zu reduzieren. Also ich habe die Eingangsspannung jetzt auf 7 Volt reduziert und wir sehen, das hat keinerlei Einfluss auf die Ausgänge der beiden Wandler. Wenn wir jetzt anfangen, die Spannung weiter zu reduzieren auf 6 Volt, dann sehen wir hier schon einen Unterschied. Wir haben hier 6 Volt Eingangsspannung. Der SEPIC-Wandler gibt immer noch konstant 5,07 Volt aus. Also die Reduzierung der Eingangsspannung hatte überhaupt keinen Einfluss auf seine Ausgangsspannung, aber der Linearwandler, der liegt jetzt nur noch bei 4,5 Volt. Also wir sehen, der Linearwandler schafft es nicht mehr bei 6 Volt seine Ausgangsspannung zu erhalten. Natürlich muss man dazu sagen, in der Schaltung, also in der Wärmebildkamera wurde ein LDO-Wandler verwendet, ein sogenannter LDO, also Low Dropout Voltage. Der ist extra dafür gedacht, dass er auch mit möglichst geringen Eingangsspannungen arbeiten kann. Deswegen vermute ich mal sehr stark, dass der hier verwendete Wandler, also der da unten, noch mit diesen 6 Volt zurechtkommen würde. Aber dieser hier, den wir hier verwenden, das ist ein Standard 7805, also kein LDO, und der kann das dann eben nicht. Und das ist auch hier, können wir dann auch sehen, was diese Low Dropout Voltage bedeutet. Das ist einmal die Spannungsdifferenz zwischen der Eingangsspannung und der Ausgangsspannung bei dieser gegebenen Last. Wir haben 6 Volt am Eingang, 4,5 am Ausgang, also wir haben eine 1,5 Volt Dropout Voltage, also die Spannungsdifferenz zwischen Eingang und Ausgang. Und wenn wir jetzt versuchen, die Spannung noch weiter zu reduzieren, dann sehen wir, dass diese Spannung zwischen den Also diese Spannungsdifferenz, also die Potentialdifferenz zwischen Ein- und Ausgang, immer konstant bei 1,5 Volt bleibt. Also die verändert sich nicht mehr stark. Wir können jetzt auf 4 Volt runtergehen. Wir haben den Eingang 4 Volt und am Ausgang 2,5. Auch hier also noch 1,5 Volt Dropout Voltage. Und wir sehen, obwohl die Eingangsspannung hier schon bei 4 Volt liegt, für den SEPIC-Wandler
hat das überhaupt keinen Einfluss. Also der arbeitet ganz normal weiter, gibt am Ausgang immer noch seine 5,07 Volt aus. Also für ihn stört das überhaupt nicht. Und wir können dann noch weiter runtergehen auf 3 Volt. Und wir sehen, also der hat hier schon aufgehört zu arbeiten. Also der Linearwandler arbeitet gar nicht mehr, aber der SEPIC, der gibt immer noch konstant 5 Volt aus. Deswegen sind diese Wandler auch sehr gut dafür geeignet, in batteriebetriebenen Geräten eingesetzt zu werden, weil die bei denen die Ausgangsspannung in der Nähe der Zellenspannung liegt, zum Beispiel bei Handys. Handys haben einen Akku mit einer nominellen Spannung von 3,7 Volt, also ein Lithium-Ionen-Akku 3,7 Volt. Und die Logik arbeitet oftmals mit 3,3 Volt. Also wir haben wenig Unterschied zwischen der Eingangs- und der Ausgangsspannung und deswegen werden dort auch gerne SEPIC-Wandler eingesetzt, um genau in diesem Betrieb arbeiten zu können. Das heißt, wenn der Akku entladen ist, liegt die Eingangsspannung unter der Ausgangsspannung und ist der Akku vollgeladen, liegt die Ausgangsspannung unter der Eingangsspannung. Also sprich, die Eingangsspannung ist höher. Wir können die Eingangsspannung noch weiter verringern. Mal gucken, wann der Wandler aufhört zu arbeiten. Oh, ungefähr bei 2 Volt. Also bei 2,1 Volt Eingangsspannung können wir noch normal arbeiten. Da gibt er jetzt eine etwas erhöhte Ausgangsspannung aus, 5,09 Volt. Und aber immer noch im Rahmen. Das heißt, bis 2,1 Volt können wir bei diesem Wandler runtergehen, ohne Probleme. Also perfekt. Wir haben jetzt gesehen, dass dieser Wandler wunderbar arbeitet und an seinem Ausgang 5 Volt ausgibt. Wir könnten jetzt also drei dieser Wandler hier einsetzen. Einen 5 Volt Wandler und zwei 3,3 Volt Wandler. Und das würde schon den Wirkungsgrad dieser Schaltung deutlich erhöhen, weil diese Wandler dann mit einem höheren Wirkungsgrad arbeiten würden als dieser Linearwandler. Aber wir müssen noch vorher zwei weitere Sachen hier anpassen. Würden wir diese Linearwandler durch Schaltwandler ersetzen, könnten wir trotzdem mit unserer Schaltung keine Nickel-Metallhydrid-Akkus verwenden, die eine Zellenspannung von 1,2 Volt haben, weil der Mikrocontroller, sollten wir dann Akkus einsetzen, detektieren würde, dass wir eine zu niedrige Spannung haben und würde dann die Schaltung abschalten. Was wir jetzt noch machen müssen, irgendwo auf dieser Schaltung ist hier ein Spannungsteiler aufgebaut. Über diesen Spannungsteiler misst dann dieser Controller die Batteriespannung und schaltet dann bei einer gewissen Schwelle die ganze Elektronik aus. Und ich habe bereits diesen Spannungsteiler identifiziert. Das sind diese zwei Widerstände, dieser hier unten und dieser hier in der Mitte. Die sind wohl gepuffert mit einem Kondensator. Und hier ist lediglich ein 100K Widerstand und ein 10K Widerstand eingesetzt. Das heißt, die Schaltung macht Folgendes. Wir nehmen unsere Batteriespannung, ich nenne sie mal UBAT, und diese wird dann durch diese beiden Widerstände geteilt. Wir haben hier unsere 100K und wir haben hier 10K. Und dann haben wir hier unsere geteilte Spannung, hier haben wir Ground, und diese Spannung geht dann zu dem Mikrocontroller. Mikro 10 nenne ich das jetzt. Und dieser überwacht dann auf diese Weise die Batteriespannung. Wir haben hier wahrscheinlich dann noch einen Kondensator, der dann die Spannung hier nochmal puffert, damit wir dann, wenn wir einen kurzen Spannungseinbruch haben in den Batterien, dass wir dann nicht sofort die Schaltung abschalten. Und diesen Spannungsteiler müssen wir natürlich dementsprechend dimensionieren, dass wir dann auch Nickel-Metallhydrid-Akkus verwenden. Das heißt, hier in diesem Mikrocontroller ist eine Schwelle einprogrammiert, also über Software einprogrammiert, die dann sagt zum Beispiel, schalte die Schaltung ab, wenn die Spannung zum Beispiel einen Wert von 0,45 Volt unterschreitet, dann schalte die gesamte Schaltung ab. Die Software können wir nicht anpassen, also das wäre ein aufwendiger Weg, wenn man diesen Mikrocontroller jetzt umprogrammieren würde, obwohl hier schon eine gewisse Schnittstelle gibt, aber es ist zu aufwendig. Deswegen könnten wir diesen Spannungsteiler entsprechend anpassen. Ich habe bereits ein paar Messungen gemacht und habe dann gesehen, dass er auch bei ungefähr 0,45 Volt tatsächlich die gesamte Schaltung abschaltet. Und wir können dann sehen, dass mit diesem Spannungsteiler entspricht das ungefähr einer UBAT von 5 Volt. Zur Erinnerung, das ist die Spannung, die nach
dieser Verpolschutzdiode anliegt. Das heißt, wir haben, wenn wir hier nach der Diode 5 Volt haben, dann haben wir hier immer noch 5,5 Volt oder sowas am Eingang, je nachdem, wie hoch die Schwellenspannung der Diode ist. Und wir können dann entsprechend diesen Spannungsteiler anpassen. Da müsste man dann umrechnen, welche Widerstandswerte, also welche neuen Widerstände man nimmt. Ich würde gerne bis zu einer Zellenspannung von 0,9 Volt arbeiten. 0,9 Volt, das ist auch für Metall, Nickel-Metallhydrid, Akkumulator noch ein guter Wert, ohne dass man sie zu tief entlädt. Man kann natürlich sagen, ich mache jetzt 0,95 Volt, nur für den Fall der Fälle, damit man sie nicht zu stark entlädt, also um sich nochmal eine Nummer sicher zu gehen. Und dann kann man dann, also 0,95 dann mal 4, das ist dann die entsprechende Batteriespannung, wobei man natürlich immer noch diesen Spannungsabfall in der Diode bedenken würde. Und das ist auch genau der zweite Punkt, den ich gerne anpassen würde. Ein Verpolschutz aus einer Diode ist eine super Sache, funktioniert auch und ist super billig, aber man hat natürlich diesen Spannungsabfall. In einigen Applikationen ist dieser Spannungsabfall völlig unerheblich, wenn man zum Beispiel eine DC-Eingangsspannung hat, dann sagt man, okay, dann erhöhe ich einfach meine Eingangsspannung 0,5 Volt, wenn man dann zum Beispiel ein Seriengerät entwickelt und dann hat man diesen Spannungsabfall bereits kompensiert. Ich würde aber gerne diese Diode entfernen. Ich will sie raushaben. Ich will diesen Spannungsabfall nicht haben, denn auch diese Diode hat dann Verlustleistung. Der Strom, der durch die Diode fließt, mal die Schwellenspannung, ist dann also die Verlustleistung, die an der Diode dann abfällt. Wenn wir hier zum Beispiel 0,5 Volt haben und hier 100 mA, 100 mA mal 0,5 Volt, 0,5 Volt, genau, dann sind das ungefähr 50 mW Verlustleistung. Das will ich nicht haben. Und es gibt eine simple Schaltung, mit der man einen Verpolschutz aufbauen kann, ohne dass man einen Spannungsabfall bekommt. Wir haben hier also eine Spannung und wir nehmen statt einer Diode einen MOS-Transistor, und zwar einen PMOS-Transistor, also der Pfeil zeigt dann von der Basis weg. Und hier haben wir unser V-In, hier haben wir dann V-Out und hier haben wir einen Widerstand, der dann zum Ground führt, also das ist dann 0 Volt oder auch Ground. Und hier haben wir dann unsere Ausgangsspannung und hier dann bauen wir noch eine Z-Diode ein, zum Beispiel eine Z-Diode mit einer Durchbruchspannung von 10 Volt. Und diese Schaltung funktioniert dann so, dass wenn wir eine Eingangsspannung hier haben, einschalten, dann schaltet dieser Transistor über diese Z-Diode, das geht ein, also der Transistor schaltet durch und wir haben dann im durchgeschalteten Zustand des Transistors fast eine Spannung von 0 Volt. Natürlich werden da ein paar Millivolt immer noch anliegen, je nachdem welchen Transistor man nimmt und je nachdem wie viel Strom fließt. Sollten wir dann die Spannung verpolen, dann sperrt dieser Transistor, wir haben hier noch eine Body-Diode von dem Transistor, die geht dann von Drain nach Source. Sollte der Transistor tatsächlich nicht arbeiten, dann würde der Strom über die Bodydiode fließen. Verpolen wir das Ganze, dann würde dieser Transistor sperren, also der würde dann gar nicht erst einschalten und diese Bodydiode würde dann auch sperren und dann haben wir hier am Ausgang 0 Volt. Eine ziemlich simple Schaltung, wir brauchen eine Z-Diode, einen Widerstand, der kann recht hochohmig sein, sagen wir mal 110K, kann, je nachdem was diese Diode braucht. Und voilà, also wir haben ein Verpolschutz mit fast 0 Volt Spannungsabfall. In unserem Fall haben wir hier 6 Volt, normalerweise, aber es kann natürlich bis 4,8 Volt runtergehen. Zum Beispiel, wenn wir dann sozusagen Nickel-Metallhydrid-Akkus verwenden oder wenn die Akkus dann natürlich schon komplett entladen sind, dann kann es dann auch unter 4 Volt sein. Also sagen wir mal, also Mindestspannung, sage ich mal, sind 4 Volt. Deswegen, wir brauchen diese Z-Diode gar nicht. Diese Z-Diode ist auch nur dafür da, falls man hier hohe Spannungen verwendet, zum Beispiel 100 Volt, dann würde in dieser Konfiguration, wenn man die Z-Diode nicht einsetzt, dann das Gate durchbrechen, weil dann würde der Transistor zwischen Source und Gate
oder zwischen Drain und Gate eine zu hohe Spannung sehen und der Transistor würde durchbrechen. Also diese Z-Diode ist nur zum Schutz gedacht. Das brauchen wir bei uns nicht. Wir haben hier nur 6 Volt, das heißt, wir können diese Z-Diode spannen. Also wir brauchen nur einen PMOS-Transistor und eben einen Widerstand. Der kann auch recht hochohmig sein. Man kann dann, um das Ganze zu schützen, hier nochmal einen Kondensator einsetzen, um das quasi einen gewissen ESD-Schutz nochmal zu gewährleisten. Und tatsächlich, ich habe in meiner gesamten Sammlung nur einen einzigen PMOS-Transistor da. Mehr habe ich nicht. Das ist ein MTD2955V. Ich habe mir das Datenblatt von diesem Transistor mal angeschaut. Der bei mir liegt, also ist ein PMOS-Transistor. Wunderbar, also bis 60 Volt spannungsfest. Also wir haben 6 Volt Eingangsspannung. Höchstens dann, wenn die Batterien richtig gut geladen sind, 6,5 Volt, 7 Volt. Also das ist super geeignet, plus minus 20 Volt Gate-to-Source-Spannung, auch das wunderbar. Was natürlich uns interessiert, ist die Schwellenspannung, ab wann schaltet er durch. Und da sehen wir typischerweise, also diese Gate-Threshold-Voltage, und wir sehen hier 2,8 Volt, typischer Wert, mindestens 2,0 Volt und maximal 4 Volt. Das könnte schon eng werden, aber das ist noch ein Maximalwert. Also ich hoffe mal, dass der nie erreicht wird. Also wir können diesen Transistor dann idealerweise auch mit unseren 4 Batterien oder 4 Akkus durchschalten, auch wenn die Akkus schon fast komplett leer sind, also wunderbar. Und diese Schaltung würde ich dann gerne implementieren, statt dieser Diode hier oben. Und wir können diese Diode auch bei uns in der Schaltung sehen. Das ist diese Diode D2. Also die würde ich dann rauslöten. Und dann muss man dann versuchen, diesen Transistor einzusetzen. Der Transistor ist definitiv zu groß, also der ist für höhere Leistungen ausgelegt, aber ich habe einfach keinen anderen da. Ich denke mal, dann kann man dann hier vielleicht daneben setzen, dann mit Leitungen dann an die Pads der Diode gehen, dann noch über einen 10K Widerstand, vielleicht auch einen größeren, dann parallel dazu würde ich dann noch einen Kondensator einsetzen. Ich denke mal, das sollte dann ganz gut funktionieren. Also wir haben dann 3 Umbauten. Wir tauschen die Linearregler aus. Wir passen noch diesen Spannungsteiler an und wir nehmen diese Verpulschutzdiode raus. Und ich hoffe, dass dann die Wärmebildkamera immer noch funktioniert. Bevor wir jetzt anfangen, die Wärmebildkamera umzubauen, würde ich gerne einmal sehen, wie hoch der Stromverbrauch vor dem Umbau ist, um den nachher später vergleichen zu können. Ich habe jetzt dafür die Optik hier auch angeschlossen, dass wir dann auch genau die Werte haben, die wir später in einem zusammengebauten Zustand auch haben. Und wir sehen, dass wir einen Strom haben von ungefähr 133 mA, 134 mA bei einer Eingangsspannung von 6,5 Volt, also sprich, wenn die Batterien noch komplett voll sind. Und das entspricht einem Leistungsverbrauch von ungefähr 880 Milliwatt oder 870 Milliwatt. Und wir können auch einmal den Wert anschauen, kurz bevor die Batterien leer sind, also sprich zum Beispiel bei 5,5 Volt. Also sprich für die Wärmebildkamera sind die Batterien jetzt fast leer. Man sieht auch, das wird auch hier entsprechend angezeigt. Und wir sehen, die Reduktion der Eingangsspannung auf 5,5 Volt hatte keinen Einfluss gehabt auf den Eingangsstrom. Das ist auch das, was ich anfangs erwähnt habe bei den Linearwandlern. Der Eingangsstrom entspricht immer dem Ausgangsstrom und der Ausgangsstrom hat sich ja nicht verändert. Dadurch ist der Eingangsstrom unabhängig von der Eingangsspannung. Dadurch hat sich dann auch der Leistungsverbrauch etwas reduziert. Wir sind jetzt bei ungefähr 740 mW. Sollten wir später dann hier Schaltwandler einsetzen, würde man erwarten, dass der Stromverbrauch steigt bei geringerer Eingangsspannung und der Leistungsverbrauch würde aber ungefähr identisch bleiben. Diese gemessenen Werte können wir dann später nochmal vergleichen und dann schauen, ob auch wirklich die Schaltwandler eine Verbesserung gebracht haben oder nicht.
Hier ist das Endergebnis. Wir haben unsere drei Schaltwandler, 3,3 Volt, 3,3 Volt und 5 Volt am Ausgang. Also ich habe jetzt ganz normale Leitungen genommen, um die hier anzuschließen an die Pads der früheren linearen Wandler. Und ich habe noch zwischen Ausgang des Wandlers und Ground nochmal jeweils 10 Mikrofarad Kondensatoren eingesetzt, um die Ausgänge der Schaltwandler noch ein bisschen zu glätten. Der Verpolschutz, der sieht ein bisschen unaufgeräumt aus. Wir haben hier einen etwas zu großen Transistor, also ein zu großes Gehäuse. Im Endeffekt hätte man hier lieber so ein SOT 23 Gehäuse genommen, wie dieses hier. Das würde dann ein bisschen schöner vielleicht aussehen. Hier sind unsere 10K, beziehungsweise ich habe 12K genommen zwischen Gate und Ground. Und dann noch einmal ein 100 Nano Farad Kondensator, um das Ganze vor ESD zu schützen. Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich einen Kondensator zwischen Gate und Ground anbringen würde, aber das ist kontraproduktiv. Also dieser Kondensator würde noch die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls des Transistors erhöhen. Also den habe ich dann nicht eingesetzt. Stattdessen habe ich dann einen Kondensator eingesetzt zwischen Source und Gate, um im Falle eines ESD-Impulses, der hier reingeht, dann Source und Gate kurz zu schließen über diesen Kondensator, also den so ein bisschen zu schützen, dass wir bei einer ESD-Impuls am Eingang hier am Gate keine zu hohe Spannung zu erwarten haben. Diese Schaltung führt dann dazu, dass wenn wir Batterien einsetzen, die Ausgangsspannung nicht sofort steigt, sondern eben über dieses RC-Glied sich ein bisschen auflädt. Also wir haben vielleicht dann ungefähr so einen Verlauf, dann so eine steigende Kurve, wobei dieser Bereich hier relativ klein sein wird, unter 1 Mikrosekunde vermute ich mal, bis das Ganze sich eingeschaltet hat. Und dann für den Spannungsteiler hier, der dann die Batteriespannung an den Mikrocontroller weiterleitet, habe ich mich entschieden, den so zu belassen. Also wir hatten 100K und 10K gehabt. Ich habe aber stattdessen nochmal parallel zu den 100K noch ein 390K eingesetzt. Auf diese Weise heben wir die geteilte Spannung, also die heruntergeteilte Spannung, ein Stück weit nach oben, so dass wir in diesem Fall, wenn ich das richtig berechnet habe, sollte der Mikrocontroller dann die Wärmebildkamera abschalten, wenn wir eine VBAT von 4 Volt haben, also von unter 4 Volt. Das werden wir mal gleich testen, ob das auch funktioniert. Das sollte dann zu einer Zellenspannung von 1 Volt pro Akku führen. Ich denke, das ist noch in einem ziemlich sicheren Bereich, ohne dass wir die Akkus dann zu sehr entladen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Wärmebildkamera jetzt überhaupt noch funktioniert, ob alles richtig angeschlossen ist. Ich habe die noch nicht ausprobiert und wir können gleich nachschauen, welchen Verbrauch wir haben. Ich schalte jetzt die Spannung ein von 6 Volt. So, wir sehen erstmal 000. Jetzt versuchen wir mal die Kamera einzuschalten. Also das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen, das gefällt mir sehr. Ah. Also man sieht, die Kamera kann etwas messen. Also sieht so aus, als ob sie etwas messen kann. So, und wir haben jetzt bei 6 Volt einen Strom von ungefähr 100, sagen wir mal 104, 105 Milliampere. Wir hatten davor 133. Also wir haben 30 Milliampere weniger Stromverbrauch, einen geringeren Stromverbrauch, und das entspricht dann 620 Watt, Milliwatt. Wir hatten davor mit 6,5 Volt gemessen, 6,5, also das entspricht jetzt einem Strom von 97 Milliampere und einem Leistungsverbrauch von 630 Milliwatt, also deutlich besser zum Vergleich zu den 870 bis 880 Milliwatt. Also deutliche Steigerung, über 200 Milliwatt weniger. Jetzt können wir mal zu 5,5 Volt gehen. Zu erwarten wäre, dass jetzt der Strom wieder steigt, weil wir haben jetzt Schaltregler.
Genau, und der ist jetzt gestiegen bei ungefähr 113, 114 mA. Und wir haben jetzt 620 mW. Also auch da auf die Leistung hat die Reduktion der Spannung keinen Einfluss gehabt. So arbeiten der Schaltwandler. Also die haben ungefähr den gleichen Wirkungsgrad bei verschiedenen Eingangsspannungen. Ungefähr, Pi mal Daumen. Aber der Strom muss dann dadurch höher werden, wenn wir die Spannung reduzieren. Und wir können jetzt mal schauen, wie weit wir mit der Spannung runtergehen können. Letztes Mal hat die Kamera ja schon aufgehört zu arbeiten bei ungefähr 5 Volt, also etwas mehr als 5 Volt. Und 5 Volt haben wir jetzt schon. Also das sieht super aus. Ich hoffe, dass sie noch bis kurz vor 4 Volt funktioniert und bei 4 Volt ungefähr abschaltet. Zumindest. Oh, und jetzt schaltet er ab bei etwas mehr als 4,1 Volt. Mal schauen, ob wir die einschalten können. Volt. Wunderbar, also die Kamera zeigt jetzt schon, die Batterie ist fast leer. Jetzt gehe ich mal auf 4,1 Volt. Ungefähr 4,1 Volt und dann geht es hier aus. Also wir schalten etwas früher als erhofft, aber ich denke mal, ich kann damit leben. Also das ist schon deutlich besser als letztes Mal. Wir haben jetzt ungefähr 1 Volt gewonnen. Also wir können die Batterien deutlich besser nutzen oder beziehungsweise auch Akkus verwenden. Und wir haben auch einen geringeren Leistungsverbrauch. Also das spielt dann zusätzlich noch in die Batterielaufzeit ein. Aber man kann ja schon mal sehen, diese Schaltwandler haben keinen erkennbaren Einfluss auf die Funktionalität der Kamera, also war auch zu erwarten. Also die Kamera scheint wunderbar zu funktionieren. Wir können ja vorher noch schauen, wie der neue Verpolschutz funktioniert mit dem Transistor statt Diode. Wir haben jetzt eine Eingangsspannung von 6 Volt und ich versuche mal vorsichtig zwischen Drain und Source zu messen. Ja, wir haben lediglich 13 Millivolt. Zwischen Drain und Source. Vorher hatten wir irgendwie 0,3 oder 0,4 Volt, also deutlich geringeren Spannungsabfall. Ich kann ja auch in Millivolt-Bereich gehen, um das genauer sehen zu können. Also wir haben 13 Millivolt ungefähr. Und wir können ja mal schauen, ob wir auch bei 4,2 Volt Eingangsspannung, also die Grenze, wo die Wärmebildkammer gerade noch eingeschaltet ist, das da aussieht. Und wir sehen, die Spannung ist jetzt etwas größer geworden. Wir haben jetzt ungefähr 45, 46 Millivolt. Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens, der Strom ist jetzt etwas höher geworden, also wir haben einen deutlich höheren Stromverbrauch. Und zweitens natürlich, wir haben jetzt eine geringere Gate-Source-Spannung. Das heißt, der Transistor ist jetzt nicht mehr so stark durchgeschaltet oder etwas weniger durchgeschaltet und dadurch eben hat der Transistor einen etwas höheren Innenwiderstand. Aber 45 Millivolt ist immer noch deutlich besser als ungefähr 300 bis 400 Millivolt, die wir vorher hatten. So, die Kamera ist erfolgreich zusammengebaut. Einzig dieser Aufkleber hier steht da ein bisschen ab, dabei eine Schraube drunter. Aber sonst sieht die Kamera aus wie neu. Und jetzt können wir mal versuchen, Akkus einzusetzen. Genau mit diesen Akkus hat die Kamera letztes Mal nicht funktioniert, also bei dem Review. Wir können jetzt mal, ups, gucken. Da habe ich sie schon mal falsch eingesetzt. Können wir mal schauen, ob das jetzt funktioniert. Soweit so gut. Aber das hat sie auch letztes Mal gemacht. Also sie hat gestartet und dann sofort wieder abgeschaltet. Und hier da, also wir sehen, die Batterieanzeige ist voll. Wir haben den Entspannungsteiler angepasst. Und die Kamera scheint auch hier zu funktionieren. Ich habe hier ein
Lötkolben. Kann man deutlich sehen, ist warm. Auch die Lötstation selbst können wir uns ja mal anschauen. Also die Kamera scheint tatsächlich zu funktionieren. Also ich sehe keine Probleme mit den Schaltwandlern. Also die scheinen ein guter Ersatz zu sein für die linearen Wandler. Ja, ich glaube, das war ein voller Erfolg. Man kann die Kamera jetzt auch mit Akkus verwenden. Und selbst wenn man sie mit Batterien verwendet, dann sollte sie eine deutlich höhere Batterielaufzeit haben. Wobei ich das jetzt noch nicht getestet habe. Aber ich gehe jetzt erstmal davon aus, wie viel länger sie jetzt hält, haben wir jetzt auch nicht getestet. Ich denke mal, das könnte ruhig Faktor 3, 4, vielleicht sogar Faktor 5 sein. Wir haben jetzt einen geringeren Stromverbrauch und wir können die Batterien stärker entladen. Und die Akkus können wir gerade so entladen, dass sie nicht tief entladen werden, dass die Akkus dadurch nicht beschädigt werden. Also ich denke mal, das ist ein voller Erfolg. Store-Fotos, ach nein. Ich habe die Kamera schon so lange nicht mehr benutzt, dass ich gar nicht mehr weiß, wie sie funktioniert. Ja, ich glaube, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Falls euch diese Folge gefallen hat, so gebt mir gerne einen Daumen hoch. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bye!